Die Energiewende bedeutet einen mehrfachen Paradigmenwechsel in der Energieversorgung. Statt weniger zentraler Großkraftwerke bilden viele regionale Anlagen die tragende Säule der Stromproduktion. Und der Strom aus Wind und Sonne wird in Zukunft stärker zum Heizen und im Straßenverkehr eingesetzt werden oder zur Herstellung synthetischer Gase verwendet. Diese sogenannte Sektorenkopplung ist erforderlich, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und sie bietet neue Chancen. Aufgrund der wetterabhängigen Energiebereitstellung der erneuerbaren Energien muss sich der Stromverbrauch zunehmend nach dem Angebot richten. Ist mehr als genug Strom im Netz, werden Speicher und Elektroautos geladen. Ist wenig Strom im Netz, wird der Stromverbrauch, soweit es geht, reduziert und die Speicher werden entladen. Im Energiesystem gilt es dadurch, Millionen Einheiten zu vernetzen und aufeinander abzustimmen. Diese zunehmende Komplexität erfordert ein hohes Maß an Automatisierung. Das Zusammenspiel zwischen der schwankenden Stromerzeugung und einem flexiblen Verbrauch funktioniert nur mit intelligenter Kommunikations- und Informationstechnologie. Durch digitale Vernetzung können die vielen dezentralen erneuerbaren Energienanlagen zu einem virtuellen Kraftwerk gebündelt werden. Die digitale Technik dient dazu, Erzeugungs- und Verbrauchsdaten, Netzzustände sowie Speicherstände in Echtzeit zu erfassen und automatisch zu verarbeiten. Intelligente Stromzähler, auch Smart Meter genannt, ermöglichen es, einen Teil des Stromverbrauchs in Zeiten zu verschieben, wenn Wind und Sonne gerade viel Strom produzieren. Die Stromnetze werden durch die intelligente Steuerung zu einem sogenannten Smart Grid. So werden Abregelungen von erneuerbaren Energien minimiert und Netzüberlastungen automatisch vermieden. Die Digitalisierung macht es möglich, den klimafreundlich erzeugten Strom stets dahin zu leiten, wo er am effizientesten eingesetzt werden kann. Da aber auch erneuerbarer Strom nicht unbegrenzt verfügbar und die Herstellung synthetischer Gase mit Umwandlungsverlusten verbunden ist, gilt es zunächst, Energieeffizienz und Einsparpotenziale konsequent zu heben. Eine intelligente Verbrauchssteuerung kann dazu beitragen. Die Steuerungssignale können variable Stromtarife geben, welche das Stromangebot aus erneuerbaren Energien widerspiegeln. Ist der Strompreis niedrig, weil viel Energie erzeugt wird, erhalten Stromverbraucher das Signal, den Verbrauch hochzufahren. Ist der Strompreis hoch, wird der Strombezug reduziert. Bei all den Chancen dürfen aber die Herausforderungen nicht vergessen werden. Die digitale Technik hilft zwar, Energieverbräuche zu vermeiden, auf der anderen Seite verursacht sie einen hohen Rechenaufwand. Der Energiebedarf der deutschen Rechenzentren stieg in den vergangenen Jahren deutlich an. Damit die Rechenzentren klimafreundlich arbeiten, sollten sie mit erneuerbaren Energien versorgt und die Abwärme effizient genutzt werden. Außerdem ist ein intelligentes Energiesystem auf eine hohe Quantität und Qualität an Daten angewiesen, was den Datenschutzansprüchen der Bevölkerung entgegenstehen kann. Umso wichtiger wird es sein, dass die Gesellschaft das Bedürfnis nach Hoheit über die eigenen Daten mit den Erfordernissen einer effizienten Energiewende in Einklang bringt. Nutzen wir die Chancen!